Ihr müsst die Geisterjäger sein. Das Gemälde befindet sich hier entlang. Who you gonna call? Ghostbusters. Bam, 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 bam. Willkommen. Bin ich ja mal gespannt, was uns erwartet. Ein verfluchtes Gemälde. Oh nein, jetzt hab ich wieder Schiss. Das ist also die Lakshmi. Das Bild ist ja riesig. Vorsicht, Nebel. Was geht denn jetzt ab? Ziemlich freizügig. Ja, definitiv. Und groß. Foto, das Foto. Ob mir das recht ist? Ehrlich? Jetzt mach schon. Fertig, hab ein Foto. Wir sind fertig. Okay, ich bin mega verwirrt. Gott, das ist ein Bosskampf, verfluchte Scheiße. Willkommen zum Bosskampf gegen ein Bild. Ich bin Hank, wir sind Noctis und Co. Und ich freue mich sehr, auf der Jagd, euch bei der Jagd in Altissia begrüßen zu dürfen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, was uns vor Dummheit schützt oder wie es sich schimpft. So, LP, LP, LP. Rotes Halsband. Blaues Halsband. Platinreif. Krieger Ritterknöchelband. Erhöht die Magie. Erhöht die Willensstärke. Träger vor Gift vor Konfus. So, dass wenigstens ich einen klaren Kopf behalte. Wow. Das hat so viel Schuss. Warum sieht die jetzt so aus? Exekutive, los. Das hat uns wenigstens ein bisschen vorangebracht. Alter, die machen uns alle richtig mies Schaden gerade. Okay, wir sind geschwächt. Wir haben Aua. Wir verlieren Leben. Prompto ist richtig brutal vergiftet. Und ich habe kein Mana. Kein Grund zur Sorge. Okay, anscheinend gibt es zwei Gestalten von ihr. Einmal die Schatten und einmal die... Aua. Schluss mit lustig. Okay, jetzt ist sie wieder nackig und böse. Los. Ich zerschmettere dich. Nimm's mir nicht übel. Oh, niedergeworfen. Sehr gut. Also Druck auf die Alte. Alter Schwede. Das ist mal eine interessante Nummer. Verfluchtes Meisterwerk. Ich bin echt unglaublich. Dein Ego ist echt unglaublich. Ich find's unglaublich, dass wir noch leben. Das war interessant. So, gehen wir zurück. Oh, das war für Viv. Sehr gut. Perfekt. Das habe ich so gar nicht mitbekommen, dass die Mission auch für Viv galt. Sehr cool. Dann sehen wir uns gleich irgendwo. Ein Küchenmesser. Ob das eine Herausforderung zum Gebrauchen ist? Habt ihr so meine Zweifel? Fleisch. Beenden wir es. Ja. Das ist eine Aufgabe.
Meister Tomberry haben wir dann noch als Jagdziel hier. Ich bin gespannt. Guck mal, Ignis. Der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Aber er ist nicht so nett. Wow. Der Kleine dreht ja durch. Ja, der hat schon mal ein bisschen mehr drauf als die beiden Kleinen vorhin. Alter Schwede. Aua, aua, aua. Ey, der ist mies, der Kleine. Der ist richtig böse. Hey, was macht der mit seinem Küchenmesser? Alter! Ich sehe nichts! Gladio, mach was! Ich sehe nichts! Puh! Ich zerschmettere dich! Trotzdem kein größerer Erfolg! Auch noch halb tot! Na, Kleiner? Hey, der sieht so friedlich aus! Der sieht so fucking friedlich aus! Mach bitte ein Foto von ihm. Roger. Dieser kleine Sack. Wie entspannt er hier einfach rumwartet. Niedergeworfen. So, auf da. Das wäre Meister Tomberry gewesen. Puh. Netter Typ. Heftiger Gegner. Dafür, dass es so klein und niedlich ist. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Auf jeden Fall. Das war härter als erwartet. So, jetzt müssen wir zurück Bericht erstatten. Bis gleich. So, nach den beiden Jagden, die ihr, glaube ich, mitbekommen habt, gehen wir jetzt ins Gipfeltreffen. Und werden mit der Kanzlerin über Luna Freya verhandeln. Tada! Ach, guck mal, wie schön das ist. Und wie groß das eigentlich nur ist. Danke, dass ihr gekommen seid. Die Verhandlungen mit der Premierministerin stehen unmittelbar bevor. Jetzt kann Noctis beweisen, ob er wirklich das Zeug zum Staatsmann hat. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Für den König von Luzis habe ich immer Zeit. Erst recht, da Wescom so verschwiegen ist. Mir blieb gar nichts übrig, als euch zu behelligen. Momentan weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Bringen Sie sich damit nicht in Gefahr? Nanu. Besorgt um unser gutes Verhältnis zu Niflheim? Die machen mit uns eh, was ihnen in den Sinn kommt. Das Schicksal der Kanagi liegt also in euren Händen. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Die Vorbereitung einer Segnung. Die Göttin soll mir Kraft verleihen. Aha. Das hatte ich fast vermutet. Ein König mit göttlichen Kräften. Aber ob die Göttin damit ebenso einverstanden ist? Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies.
und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Auf Unausweichlichkeit pochen. Die Götter haben das letzte Wort. Ich soll also die Zerstörung meiner Stadt hinnehmen? Idealistisch zeigen, nachdenken. Ein König ohne Meinung? Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Na gut, von mir aus. Hab wohl keine Wahl. Sehr direkt. Das gefällt mir. Wie versprochen, werde ich die Anrufung in meiner Stadt dulden. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Ja. Wir werden für Sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja. Ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Das werde ich mir merken. Zum Wohle seines Volkes muss man manchmal auch unangenehme Entscheidungen treffen. Ich werde keine Opfer zulassen. Ach ja? Woher diese Zuversicht? Euer Vater war da eher Realist. Sicher versteht ihr bald, warum. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Ihr stimmt mich recht zuversichtlich. Auch wir werden unser Bestes geben. Ja. Die Verhandlungen wurden mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Ja, ich bin derbe der Politiker. Gedenkmünzen 3. Woohoo! Das lief doch echt gut. Aufgabe abgeschlossen. Tada! Da 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 da. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Der Tag des Ritus. Na, kein Gespräch. Einfach stillschweigend Boot fahren. Dann genießen wir ein bisschen den Blick auf die Stadt. Während des Ritus
muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du? Zwei Schiffe weniger sollten reichen, dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan, aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay, verstanden. Das sollten wir doch hinkriegen. Ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Ich mag die Gespräche und auch, dass die ganzen Sachen besprochen werden untereinander. Das ist mega cool, einfach. Luna Freya Fox, Nox Florette. 12 Jahre ist es her, dass Luna Freya Noctis das letzte Mal sah, nachdem das Imperiale... Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Carnegie. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Übertrieben einfach. So. Boah, alter Schwede. Schauen wir mal, wie die Anrufung aussieht und was uns jetzt dort Schönes erwarten wird für ein Spektakel. Und wie das Volk Luna empfangen wird. Und wie sich das Ganze dann hier auswirkt auf die ganze Stadt. Ich bin da echt gespannt drauf. Und der Ladebildschirm ist schon wieder sehr, sehr lang. Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Oh Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wenn wir nichts tun, werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die Trauer und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer, die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch, bitte, fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel. Lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen.
Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht, denn ich verspreche euch, wir werden die Dunkelheit vertreiben und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Ich danke euch. War nicht schlecht, die Ansprache. Definitiv sehr schön.